Hallöchen meine Freunde und herzlich willkommen wieder zurück zu XCOM Enemy Within mit Mod Long War Season 3. Ja, wir sind hier immer noch in der Alien Base. Und da dürfte sich irgendwo in diesem Bereich noch irgendwo ein Sektoid aufhalten, von dem wir wissen, dass er da irgendwie sein könnte. Vorausgesetzt, ich habe mich nicht verzählt. Und ja, vielleicht haben wir da noch ein paar zusätzliche Überraschungen, die wir vorhin nicht gesehen haben. Wo ich das weiß, dass da noch vielleicht was sein könnte oder nicht sein könnte. Wir haben vorhin Battlescanner hingeschmissen. Sonst wären halt die hier nicht gepult. Und wir haben so ziemlich alles ausgeschaltet. Nur bei den Sektoiden bin ich mir halt wirklich nicht so sicher. Können wir dafür noch ein bisschen vorrücken? Vielleicht? Nö. Ich werde trotzdem mal vorsichtig angehen lassen, weil so ein Sektoid kann unnötig viel Schaden machen. Und das brauchen wir nicht. Wir versuchen hier wirklich irgendwie, wie soll ich sagen, heile über die Runden zu kommen. So gut es natürlich geht. Ohne Deckung werde ich dich da leider nicht parken. Geh mal bitte hier rüber. Kommt da vielleicht noch einer irgendwie runter? Du nicht. Von hier dürfte der Weg kürzer sein, aber ich stelle dich erstmal hier rüber. Wobei, fällt mir gerade auf, wenn ich erst einmal den Rocket hier runter bewegt hätte, hätten wir da schon ein bisschen mehr Platz gehabt. Aber egal. So, du kommst da nicht mehr hin. Stell dich aber mal hier hin. Gut, und dann würde ich mal sagen, warten wir erstmal ab. Und gucken uns einfach mal an, was die Alien zu treiben. Die treiben vorerst nichts. Okay. Können wir hier weiter vorrücken? Oh ja, wir können. Bringt uns aber auch nicht viel. Vielleicht könnte ich ja mit dem Scout noch ein bisschen weiter vor. Das Dumme ist, dass wir hierfür sprinten müssen. Na, ich mach's trotzdem mal. Immerhin haben wir zumindest volle Deckung und ist ja auch schon mal was wert. Aber dann kann der Rest auch mal nachrücken. Wobei hier ist ja auch ein Plätzchen frei geworden. Da kann ja unser Engineer gleich mal hin. Ich hätte auch mit dem Rocketeer hingehen können, sehe ich gerade, aber okay. Man kann ja nicht alles haben. So. Das war vorerst der letzte hier im Trupp. Der Rest passt einfach mal Obacht. Wir hören definitiv noch einen Mac, eine seltsame Stimme. Ich glaube, Mutons sind das. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ja, der hat auch was gehört, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob er sich das nur einbildet oder ob da wirklich was ist. Na komm, schafft hier mal ein bisschen Platz. Wer von euch dreien kann am weitesten rennen? Naja, ihr schenkt euch alle nichts. Okay. Wir können von Glück reden, dass wir noch ein paar Raketen übrig haben. Die werden noch jede Menge... Was wollte ich sagen? Die wollen noch jede Menge was? Ich wollte eigentlich sagen, dass wir die noch wirklich sehr dringend nötig haben. Aber nicht jede Menge. Gut, am liebsten würde ich da jetzt direkt mal... mit dem Scout hoch, aber der kommt halt nicht so weit. Ich riskiere es mal mit unserem Infanteristen. Okay, da ist nichts. Habe ich mir vielleicht was eingebildet? Denn ihr wisst ja, Einbildung ist ja auch eine Bildung. Okay, weiter.
Dann beziehen wir erst einmal entlang dieser Linie hier Position. Und gucken da mal so richtig blöd. Okay, nichts. Okay, noch weniger als nichts. Okay, du musst sprinten. Da bringt uns alles nichts. So weit, so gut. Ich bring mal alle da hoch. Ich weiß noch nicht, ob ich meine Sniper da oben lassen soll oder ob ich die schon mitziehen soll. Im Zweifelsfall da oben stehen lassen. Das sollte im Endeffekt mehr bringen. Das Einzige, was ich hier wirklich sagen kann, ist, dass wir hier unten sicher sind. Von daher spielt es auch keine große Rolle. Wenn wir da drüben jetzt noch Flugeinheiten haben, dann sind meine Sniper hier oben perfekt positioniert. Aber das ist ja auch nicht die generelle Lösung. Und dass ich da einen Schritt zu weit gegangen bin, das hätte man auch besser machen können. Na kommt Leute, ihr kommt da mit. Bringt doch nichts, hier einfach ewig rumzuhocken. Denn wie gesagt, da haben die Aliens keine Sicht hin. Die müssen da schon ekelhafte Granaten hinwerfen. Ja, das ist ein Mac. Die seltsame Stimme. Das sind doch Mutons, oder täusche ich mich da jetzt komplett? Ah, guck mal, wer da ist. Dann würde ich mal locker easy sagen und tschüss. Genau, wir sehen uns in der Hölle wieder. Gut, dann denke ich mir mal, können wir es riskieren, ein bisschen vorzurücken. Okay, die Seite scheint auch soweit sauber zu sein. Dann stehen wir ja schon mit einem Fuß so gesehen in der Hauptkammer drin. Na komm, gehen wir halt dahin. Nehmen wir die Konsole hier nochmal als Deckung mit. Vielleicht machen wir jetzt auch direkt eine Nachladerunde. Das wäre vielleicht auch sehr interessant. Genau, rocker mal ein bisschen. Gut, alle die nicht nachladen müssen, machen wir mal einen Overwatch. Alle die nachladen müssen, laden nach. Okay. Diese Meckgeräusche machen mir Angst. Wenn es jetzt noch ein paar Sektopoden sind, dann könnte es richtig böse für uns enden. Na gut. Geh mal bitte hier hingucken. Sieht sauber aus. Weil hier ist ja schon die Hauptkammer, wenn ich alles richtig in Erinnerung habe. Heading to that location. Got it covered. Kann ich das riskieren? Und dann wissen wir auf jeden Fall, ob hier was ist oder nicht. Na komm, runter da. Okay, die Kammer ist wirklich safe. Gut. Dann können wir hier so gesehen schon mal
uns überlegen, wie wir in die Kammer eindringen wollen. Denn mal ganz ehrlich, wir haben da noch so viele Geräusche gehört und wenn das alles da drin ist, was ich da gehört habe, dann gute Nacht, wenn da irgendwas schief geht. Ich würde fast schon vorschlagen, wir bauen uns hier irgendwie klassisch auf, gehen mit einem Mann an die Tür, machen die auf, gucken erstmal richtig dumm, wagen uns dann vorsichtig rein, wenn wir was pullen, ziehen wir uns wieder zurück und hoffen mal, dass die hier alle reinrennen und hier vom Overwatch-Kommando platt gemacht werden. Hört sich nach einem Plan an, ob er so funktioniert, wie ich es mir vorstelle, kein Plan. Na gut, da wir jetzt hier momentan nicht mit Gegnerkontakt rechnen müssen, dürfen alle mal ein bisschen rennen. Na komm, meine Rocketeers hätte ich dann auch gerne ein bisschen weiter vorne. Meine Sniper bleiben hier oben auf Position wegen Höhenvorteil. Oh, du musst nachladen. Stimmt. Naja gut, wir haben auch Zeit. Wir müssen nicht alles wirklich zu 100% zu Tode rennen. Wir schaffen das auch so. Oder sollte ich hier vielleicht ein bisschen rausgehen für einen besseren Winkel? Ich weiß es nicht. Das sind halt so die Situationen, bei denen man sich einfach nicht sicher sein kann. Ich muss mir jetzt wirklich noch 5-mal überlegen, wie ich mich hier aufstellen will. Also ich hätte gerne einen Rocket hier links, einen Rocket hier rechts. Will ich den Medic da unten haben? Hm. Also wir können 2, 4, 6, 8, 10, nee, 9 Leute hier unterbringen. Okay, das ist doch schon mal was wert. Junge, geh mir mal trotzdem mal runter, dann bringen wir dich schon irgendwie in Position. Du hältst dich aber eher hinten. Okay, da hören wir einen Kontakt. Keine Sorge, Freundchen, das ist alles pure Einbildung. Jetzt wäre es lustig, wenn wir hier, wenn die Tür hier aufgehen würde und wir hier alle über den Haufen geschossen werden. So doof, wie wir uns da hingestellt haben. Das Problem ist, meine Rocketeers, die stehen ja hier und hier. Aber ich hätte die ganze Feuerkraft wie mein Gunner zum Beispiel weit vorne. Meine beiden Infanteristen hätte ich gerne weit vorne. Wie weit kannst du eigentlich werfen? Nehmen wir mal an von hier. Triffst du immerhin die Tür? Also die müssten schon hier reinmarschieren, damit du die triffst. Und ich darf da niemanden stehen lassen. Okay, das ist dann schon relativ mies. Vielleicht sollte ich die Rocketeers hier auf die Flanke zurückziehen. Ich weiß es nicht. Okay, mein Medic bleibt ja natürlich hinten, das ist klar. So, Schreier. Was machen wir mit dir? Dich hier hinstellen? Aber halbe Deckung, ne? Oder gar keine Deckung. Wir werden sehen. Wir haben immer noch 4 Raketen. Eine davon ist eine Schredderrakete, wenn ich richtig gesehen habe. Wird schon schief gehen. Moment mal, und von da oben können wir so ziemlich jeden mit Kommando erreichen? Jo, können wir. Ist doch gut zu wissen. Okay, dann geht in der übernächsten Runde oder in der nächsten Runde, ich weiß es nicht genau, die Tür hier auf. Die Frage ist, wo positioniere ich mich? Links oder rechts? Oder direkt mitten vor? Naja, nehme ich den kürzesten Weg. Wird schon passen. Erstmal alle Steady Weapons machen, die Steady Weapons machen müssen. An sich kann ich ja mit dem gesamten Trupp Steady Weapon machen.
Wenn die dann schon treffen, dann treffen sie halt. Okay, zieht sich ein bisschen, aber jetzt sollten wir da durchkommen. Ja, nee. Echt? Sicher, dass es nicht nur deine Fantasie ist? So Leute, jetzt wird's interessant. Wow, ganze Menge Leute dahin. Wow, 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 langsam. Langsam. Wow. Können wir die irgendwie schreddern, die Boys? Tatsache, wir könnten die Hälfte von denen schreddern. Habt ihr es gesehen? Da waren Etierer dabei. Das bedeutet nichts gut für uns. Okay, die Schredderung hält wie lange an? 3-4 Runden? Kannst du da jemanden wegsauen von denen? Na gut, die sind geschreddert. Du müsstest so ziemlich jeden wegbekommen, aber die Frage ist, ist das das wert? Wollen wir uns nicht lieber irgendwohin zurückziehen? Die große Frage ist, siehst du die da noch, wenn du hier stehst? Dann würde ich nämlich vorschlagen, dass du hier rüber gehst. Okay. Ja, das löst jetzt einen Overwatch aus und ich hoffe mal, dass der nicht trifft. Lightning Reflexes, danke. Wofür habe ich euch eigentlich dabei? Oh, come on. Come on. Das ist ja lustig. Können wir eventuell... Naja, ich sag's nur ungern, aber die sind ein bisschen weit weg. Weil die stehen ja hier, wenn ich mich richtig entsinne. Und hier für eine Drohne eine Rakete zu verschwenden. Das Problem ist, die... Wenn diese Viecher hier zuerst ziehen, die ruinieren mir den gesamten Overwatch. Ihr seht da noch niemanden aus dem Winkel, genau. Hm, 65. 100% nehme ich mit. Was schon mal nicht repariert werden kann, kann nicht repariert werden. Moment. 45% bloß. Hm, die Frage ist, wie wird diese Overwatch-Falle aussehen? Ich hoffe mal, der ist kein guter Schütze da drüben. Weißt du was? Ihr müsst mir jetzt alle mal einen Overwatch machen. Okay, da wird erstmal gemindmerged. Der verpasst einem Mecken Schild. Oder er löst mir hier den Overwatch aus. Dann haben wir ein Problem. Okay, ich höre deutlich mehr Bewegung da drüben. Könnte ich mir natürlich auch einbilden, aber ich bin mir nicht so sicher. Okay, der erste Mech mit Schild kommt angerannt. Oh, das wird böse. Hm, noch kein einziger Kratzer. Oh, oh. Oh, oh. Wow, Glück gehabt. Okay, auf jeden Fall kann da eine Rakete hingehen, das ist gut. Und da kommt der zweite mit dem Schild. Auch der wird jetzt erstmal ein bisschen geschwächt. Ja, sehr gut. Ohne Schild, das ist schon ein bisschen besser für uns. Oh, oh. Gut. Genau, bleibt er stehen. Nein. Oh, come on. Okay, die da drüben sind noch ein bisschen beeindruckt von unserer Leistung. Okay. 11 Schaden macht die Rakete hier. Das ist doch nice. Jetzt hätte ich gerne einen Battlescanner hier irgendwo in der Gegend, um zu sehen, wo sich die Gegner tummeln. Okay, können wir was snipen? Von hier aus vielleicht?
Nein. Schlimme daran ist, dass die nicht geschreddert sind, die Boys. Haben die irgendwelche Spezialfähigkeiten, die ich wissen sollte? Repair Servus. Aber er hat kein Dingskirchen, was ihm einen Rückschuss erlaubt, wenn wir ihn anschießen. Der auch nicht. Na komm, vielleicht schaffen wir den auch so. Ja, ja, ist gut. Ich würde mich gerne hierhin zurückziehen, aber das geht halt nicht. Ich komme nicht so weit. Hier vielleicht noch eine Rakete. Ja gut, wenn die sich ein bisschen zentraler hingestellt hätten, dann wären sie schon platt. Das haben die in dem Fall geschickt gemacht, die Boys. Und ich würde fast schon vorschlagen, dass wir uns hier ducken. Okay, wer sieht die eigentlich noch? Hab ich mich mit ihr geduckt oder? Ja doch, hab ich. Oder wir wissen einfach nur, dass die da sind. Oh. Ich dachte schon, der schießt jetzt viermal oder so. Das wäre ein bisschen uncool für uns. Wenn ich ehrlich bin. Oh, hallo. Na? Okay, er kassiert schon mal. Gut. Ach, wenn ich es lieber hätte, wenn der Gunner seine Mun... Okay, der bewegt dich zweimal. Das ist ja sehr schön. Das ist ja... Kommt, macht den Blatt, Leute. Oh, und einer schießt daneben. Vielleicht bleiben die ja alle da stehen, dann können wir die alle irgendwie wegschreddern. Oh, hallo. Ja, das ist ja sehr freundlich von euch. Nein! Das wird noch ekelhaft. Oh. Pass doch auf, Bursche. Pass doch auf. Okay, die Runde ist vorbei, wie es aussieht. Gut. Aus nächster Nähe 100%. Nehme ich. Okay, das waren jetzt nur 4 Schaden. Hätte ruhig ein bisschen mehr sein dürfen. Kann die niemand snipen? Ach, du siehst die nicht einmal. Okay, von hier aus siehst du mehr. Na komm, mach ein Blatt. Yes. Okay, die große Frage ist, wie gehen wir jetzt mit den Mechs um? Ja klar, eine Granate würde dir ja schmecken. Nützt uns aber nicht viel auf die Distanz. Damit verschwende ich meinen Double Tap. Eine Rakete wäre hier nötig. Aber ich muss da weg. Bis die Kavallerie da von denen anrückt, ne? Okay, wen von denen kannst du mal unter Feuer nehmen? Naja, im Idealfall den Mac.
Gut. Ausgezeichnet. Okay, der ist erledigt, oder? Nicht ganz. Dafür können wir den doch bestimmt wunderbar snipen. Mit in the zone. Tschüss. Aber der Boss Mac, der macht mir noch wirklich große Sorgen. 52%. Dem müssen wir die Deckung wegspringen. Aber die ganze Tür können wir nicht raushebeln. Da sitzen zu bleiben ist ja auch töricht. Ja gut, das wäre machbar. Da kommt er wenigstens nicht auf dumme Gedanken. Okay, ziehst du dich hier in die volle Deckung zurück? Ja, ich weiß, da ist dein Kollege umgekippt. Na komm, befreien wir ihn mal von dem Schild hier. Ich hätte nachladen sollen. Aber ein paar Overwatches brauchen wir auch noch. Okay, Herr Elite Mutant, was treibst du? Höchstwahrscheinlich wird er sich jetzt wegducken oder sowas in der Art. Genau. Oh, der vergiftet sich. Das ist doch nett. Deswegen machen wir jetzt auch ein bisschen Schaden an seinen Schilden. Aber das Problem ist, er hat immer noch mehr als genug Feuerkraft. Und auf kürzeste Distanz macht er unseren Scout da hinten platt. Nein! Okay. Medic muss da näher ran. Könnt ihr mir den da vielleicht irgendwie entsorgen, Mädels? Gut. Ja, ja, ist in Ordnung. Ist alles so geplant. Komm, die machst du auch so platt. Sehr schön. Alter Schwede, das wird hier noch ein richtiges Desaster. Und wir haben ja immer noch 500.000 Floater, wenn wir uns richtig erinnern, ne? Ja gut, du musst da jetzt ins Eck rennen. Von wo? Natürlich. Da sitzt jeder Overwatch. Lad mal nach. Oh, wir sitzen hier wie auf dem Präsentierteller, Leute. Aber was willst du da machen, ne? Was macht der hier? Bestimmt nichts Vernünftiges. Ich kenne auch meine Spezialisten. Jetzt ist die Wolke auch weg. Ah, der duckt sich immer noch. Der ist einfach viel zu clever für mich, der Boy. Okay, einmal wieder beleben, wenn ich bitten darf. Sehr gut, dann ziehen wir uns jetzt mal langsam zurück. Nein, die Tür stellst du dich mir nicht hin, das ist schon mal klar. Alter Schwede, wie gehen wir jetzt weiter vor? Können wir hier gar nicht weiter vorgehen. Mit Lackschutz bei dem Boy kommen wir auch nicht weiter.
gib mir mal Holo-Zielen oder sowas. Okay, da sind wir schon mal auf 20%. Und jetzt trifft auch ein Schuss. Sehr schön. 10% nur. Na komm, mach. Ich will hier aber nicht sämtliche Schüsse verballern. 20%. Das führt einfach zu nichts. Aber ich mach's trotzdem. Aber jetzt gleich werden wir überrannt. Jetzt ist er gleich nochmal getroffen, oder? Nö. Ausnahmsweise mal nicht. Okay, jetzt setzt noch dein Paramedic ein. Und dann verziehst du dich bitte nochmal kurz. Ach, kannst du nicht mehr. Das habe ich ja sehr gut eingefädelt. Ach, GG. Was kann ich überhaupt? Na komm, probieren wir es mal so. Bitte, triff einfach. Nein. Du vielleicht mit 30%. Gut. Zumindest ist der fette Brocken jetzt weg. Okay, das habe ich hier wirklich sehr schlecht eingefädelt. Genau, lass dich nochmal mindmergen, damit du auch wirklich 100%ig treffsicher bist. Ach, das ist ja noch ein Kumpel von denen. Hallo. Gut, schlechter Schütze. Oh oh. Oh oh. Dankeschön. Oh, ich kann da weg. Sehr freundlich von euch, Leute. Sehr freundlich. Und ich glaube, du ziehst dich mir direkt hinter den Sniper zurück. Alter Schwede, hast du kassiert. Könnten wir die jetzt rein theoretisch aus irgendeinem Winkel sehen? Nein. Geh bitte wieder zurück. Du gehst mir da auch mal wieder weg. Das Doofe ist ja, dass jetzt die Deckung hier kaputt ist. Zieh dich komplett zurück. Der Rest wird einfach über den Haufen geschossen, wenn er hier zu uns will. Wir machen da jetzt keine Kompromisse. Und was ist das hier für ein Bereich? Das habe ich jetzt nicht gesehen. Was war gerade dort? War das ein Sektoid? Was war denn das? Ah, das ist der Ethereal hier. Das strahlt ja immer noch. Okay, ich bin dafür, dass wir hier nach wie vor die Position halten. Wir werden jetzt partiell mal durchladen. So, du verarztest dich jetzt mal wieder. Und dann gehst du mir da wieder runter. Das war so ärgerlich mit dem Rocket hier. Ja, ja, wir machen einfach mal die Tür auf. Wird schon nichts passieren. Tja, wer hätte gedacht, dass dort direkt mal zwei Mechs stehen und 500.000 Floater. Und ein Ethera natürlich auch noch. Alter Schwede. Und ich glaube, die anderen wollen nicht gar nicht mit uns spielen. Oh, 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 schwere Impulutons. Oh, oh. Ja, das hast du gut festgestellt. Hallo? Ja gut, zumindest kassieren die uns noch ordentlich. Da weiß ich jetzt zumindest, wo die nächste Rakete hingeht.
Oh, unser Doktor revanchiert sich sofort. Nice. Okay, das ist die letzte Rakete. Und die ist es auf jeden Fall wert, dahin geschossen zu werden. Wobei das große Problem ist, dass dadurch halt die ganzen Leichen kaputt gehen. Und wir brauchen ja immer noch 20 Stück von denen. Komm schon, gerade hatte ich's doch. Na komm. So, die geht jetzt raus. Wir machen da jetzt mal gar keine halben Sachen. Vielleicht aber auch doch. Kann mir da einer Holo-Zielen geben? Okay, dein letzter Schuss. Und der sitzt. Sehr schön. %46. Und es reicht auf jeden Fall. Ist doch gut. 51%. Bitte triff einfach mal. Nice. So, und jetzt bekommen wir das vielleicht auch so geregelt. 52%. Bitte. Einfach nur treffen. Mehr verlange ich doch gar nicht. Okay, ihr haltet hier schon mal die Position. Und du schießt hier nochmal. Sehr gut. Ja, ja, nachladen tust du halt in der nächsten Runde. Das sind ja immer noch 500.000 Gegner, die allesamt Granaten nach uns werfen können. Hallo. Oh, verträgt er viel. Gut, sehr schön. Der nächste bitte. Oh, ich soll's nicht verschreien. Okay, ich glaube, das ist einer von der geschredderten Bande. Wehe, der kann jetzt noch schießen. Kann er nicht. Ja, wenn die sich so in Position bringen, dann kann ich damit wunderbar leben. Dann haben wir damit keinerlei Schwierigkeiten. Nee, komm, du lädst mir diesmal nach, auch wenn du 96% hast. Einmal schießen, bitte. Daneben schießen. Nachladen. Ist das für dich ein Flankierungsschuss? Werden wir gleich sehen. Naja, egal. Das hat eh nicht genug Schaden gemacht. Okay, das ist auf jeden Fall in the zone. Einmal nachgeladen. Optimal. Und dann kannst du noch notfalls aufpassen. Oh ja, die werden jetzt einer nach dem anderen hier reinmarschieren. Ich hoffe mal, dass wir keine weiteren Verluste dabei erleiden. Hallöchen. Leute, ihr müsst treffen, wenn ihr leben wollt. Das wisst ihr, oder? Oh, 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 ich glaube, die hat noch genug Actionpunkte, oder? Oh, es reicht nicht. Nein, der kann so viel Schaden machen. Oh, oh. Nein, hört doch mit dem Schwachsinn auf, Leute. Granaten sind uncool. Oh, ein Elite-Muton haben die auch noch. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Ich will da mal vorschlagen, hier geht erst einmal eine Granate raus. Nee, zu viel, so weit kriege ich die nicht. Na gut, dann snipen wir den hier erstmal in Saison technisch. Ich glaube, da müssen wir uns noch weiter zurückziehen. Okay, hier vorne müssen wir dann auf jeden Fall mal weg. Doktor, zurück.
mit dir. Okay, du hast noch relativ viele Hitpoints. Bleib bitte an der Front vorne. Sehr schön. Gut. Und du ziehst dich mal bitte komplett zurück. Roger, Dodger. Roger, Dodger. Bekommen wir von hier vielleicht einen Blickwinkel? Nein, natürlich nicht, weil ich mich da zurückgezogen habe vorzeitig. Naja gut, ein In-Saison-Abschuss. Froskitz, du triffst. Nein, natürlich nicht. Ich hätte gerne schon noch nachgeladen. Oh, das ist ein In-Saison. Gut. Ja, ja, ein Schuss ist noch drin. Wir müssen uns hier wirklich nach und nach zurückziehen. Vor allem, weil die alle vor der Tür stehen. Okay, der nächste bitte. Ach, ein Sektoid. Hallo. Schicken die erstmal das Kanonenfutter vor. Nach, natürlich. Und das klaut mir jetzt wirklich jeden einzelnen Overwatch, den ich für die Viecher brauche, die hinter der Tür stehen. GG. Genau für den hier brauche ich die Overwatches. Der sprengt mir jetzt mit der nächsten Granate die nächste Deckung weg. Garantiert. Nice. Aber der Braten ist noch fett. Oh oh. Nö. Immer diese Harakiri-Aktion, was soll denn das? Oh oh. Wow. Wow. Bringt uns nicht viel. Ich mach's trotzdem. Damit kann ich bis zu 3 Ziele beschädigen. Ich glaube, es waren nur 2. Ne, sogar alle 3. Gut. Okay, dann müssen wir uns hier auch mal zurückziehen. Der Scout macht den Anfang. Wegen den blitzschnellen Reflexen natürlich. Und gehen die daneben? Gut. Sie es immer so spannend machen müssen mit der Angabe, ne? Nein, den Computer möchte ich jetzt nicht neu starten. Frag in 4 Stunden nochmal nach. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Hallo, wo bin ich denn? Ach, da. Gut, du musst jetzt natürlich weg. Das ist keine Frage. Ach, ich wünschte, ich hätte noch eine Rakete übrig. Na dann, Feuer frei, Soldat. Gut. Bye, bye. Ja, lad noch. 34% ist so viel nicht. Der Floater ist die größere Gefahr, denke ich. Jetzt werden Overwatch machen sollen. Naja gut, zumindest hat er schon gut kassiert. Ist ja auch schon was wert. Und der Floater ist erledigt. So, was treibst du jetzt?
Du ziehst dich zurück. Ernsthaft? Gut, dann halten wir hier nochmal die Position und gucken uns mal an, was die anderen so machen. Aber wie die uns hier zurückgetrieben haben. Echt erschreckend. Du da vorne wirst dich erstmal komplett leer schießen. Du darfst nachladen. Irgendwie muss ich hier meine Overwatch-Linie wieder aufbauen, aber ich weiß nicht wie. Weißt du, da kommt jetzt der nächste und sprengt mir die nächste Deckung weg. Wenn es so weitergeht, sind wir in einer halben Stunde wieder am Anfang der Mission. Also da hinten. Na komm, jetzt dürfen mal die anderen auch durchladen. Du hast noch genug Munition. So, du lädst nach. Na komm, das reicht. In der nächsten Runde laden die anderen nach. Wir müssen schließlich irgendwie abgesichert bleiben. Wie die eiskalt dort hinten die Position halten. Die ganz genau wissen, dass wir hier rumsitzen und auf die warten. Und ich habe auch nicht mehr so viele Medikits, damit ich alle Leute hier irgendwie hochheilen kann. Gut, Schreier müsste ich mal dringend hochheilen. Das kriegen wir hin. Das ist aber auch das letzte Medikit, was ich hier rausgeben kann. Und viel weiter zurückziehen möchte ich mich ehrlich gesagt auch nicht. Muss hier noch jemand nachladen? Nö. Gut. Wollt ihr jetzt mal endlich kommen oder so? Ich hab's nicht eilig, Leute. Ja, wir wissen, dass ihr dort seid. Gut, zwei Runden machen wir noch. Vielleicht kommen sie ja dann wieder. Ich möchte jetzt ungern in ein Overwatch reinrennen. Vor allem, weil wir hier überhaupt keine Deckung mehr haben. Was erwarten die von uns? Denken die Aliens wirklich, wir sind so blöd, dass wir da jetzt entlang rennen und uns wie was weiß ich was abschießen lassen? Ich habe schon genug Fehler in dieser Kampagne gemacht, beziehungsweise in dieser Mission. Einen weiteren möchte und will ich mir nicht erlauben. Na kommt schon, Leute, lasst mich nicht so lange warten. Ohne ihren Ethera-Boss trauen die sich einfach nichts, ne? Hat einer mitgezielt, wie viele Gegner noch übrig sind? Okay, es bringt nichts, hier noch länger rumzuhocken. Ich muss erst einmal mit dem Scout vor. Das Schlimme ist, ich kann den nirgends wohin schicken, außer hier hin. Okay. Ich habe ein freistehendes Ziel, sogar zwei davon. Komm ruhig näher. Vorhin war es ja noch relativ einfach, da hatten wir diese Deckung hier noch. Und das wissen die Aliens. Machen wir mal den Blue-Move, soweit es geht. Aber solange die hier keine Truppsicht rein haben, passiert uns hier auch nichts. Oh Mann, ist es gewagt, was ich da mache. Du siehst da immer noch nichts. Okay, mein Scout ist so gut wie tot. Alles Einbildung, mein Freund.
Okay, das mal rüber. Okay, soweit so gut. Dann riskieren wir in der nächsten Runde mal einen kleinen Blick. ...89%. Bekomme ich da irgendwie einen Sichtwinkel durch einen Sniper? Ja, Tatsache, 87%. Habe ich da vielleicht Doppelchance zu treffen? Nein. 89%, die nehme ich erstmal mit. Gut. Jetzt weiß er, wie sich das anfühlt. Und jetzt wird er eiskalt gesniped. Tschüss. Und ich wüsste trotzdem noch gerne, was da noch übrig ist. Entweder bilde ich es mir nur ein, oder vorhin waren hier wirklich 100.000 Gegner hier gestanden. Also es sind vielleicht noch zwei Sektoiden aktiv. 5 Heavy Floater. Ach, da ist schon mal einer. Hallo. Okay. Ach, bleib doch hier. Doch keine Zeit für so einen Schwachsinn. Weißt du was? Der springt jetzt in der nächsten Runde wieder zurück und schmeißt auf uns eine Granate. Garantiert. Aber die trauen sich einfach nicht hier raus. Na, komm doch wieder. Hallo. Muss ich jetzt noch näher rücken oder so? Genau, zieht das alles nur in die Länge. Gut, dann rücken wir hier auf der Flanke wieder vor. Aber schön vorsichtig. Sherry, kommst du da auch mit? Das wäre gewagt. Geh erst einmal hier hin. Der Rest sichert euch hier erstmal ab. Und guck mal, da bewegt sich was. Oh, guter Treffer. Ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt ein Treffer wird, wirklich. So wie er gezielt hat, hätte er voll daneben gehen können. Und? Oh, der bleibt sogar stehen. Das finde ich angenehm. Aber wir sehen den hier nicht. Dafür hier. Tschüss. Next, please. Okay, gehen wir da mal an die Tür. Okay, du siehst da auch nichts. Da können wir uns vielleicht in den nächsten Runden da langsam mal raustrauen. Oh Mann, wir sind schon wieder bei 53 Minuten. Wie ekelhaft. Werde ich wohl oder übel wieder einen Cut machen müssen, auch wenn wir hier schon so ziemlich alles ausgerottet haben. Was hier irgendwie in Reichweite war. Nee, komm direkt mit an die Tür vor. Nichts riskieren. Tja, ich habe gesehen, wir haben da noch ein kleines Plätzchen frei. Das nehmen wir noch für dich mit. Aber hier haben wir kein Plätzchen, oder? Nee. Naja, immer eine halbe Deckung vorerst. Wird schon passen. Meine Sniper bleiben da mal, wo sie sind. Das fände ich sehr fesch. So, kommt jetzt der nächste freiwillig zu uns, oder sind wir da sowas ähnliches wie durch? Okay, ich riskiere es mal. Kein Feindkontakt? Na komm, gehen wir mal hier an die Tür. Schön langsam, nichts überstürzen. Das ist hier die Devise.
Okay, da höre ich schon wieder Sektoiden. Wo ist das? Das war gar nichts, reine Einbildung. Position confirmed. Okay. Location confirmed. Jetzt, wo ich mich jetzt hier komplett aufbauen werde, überrennen die mich sofort. Das traue ich diesen Boys hier zu. Ja, euch habe ich ja auch noch. Aye, aye, Commander. Moving. Okay. Okay, los geht's. Das ist jetzt echt nur noch Sektoiden oder was? Lad nach. Safety First und Zone. Okay, hier ist gar keine Deckung. Und das ist ja diese Empore hier, die ich gar nicht leiden kann. Moving. Heading there now. Scanning. Ja, ja. Ist gut. Vielleicht können wir ja jetzt den Schluss zurückziehen. Das wäre doch toll. Spinnt die Anzeige des Monitors da wegen uns, oder ist dafür etwas Getarntes? Darauf habe ich jetzt nämlich nicht geachtet, wenn ich ehrlich bin. So, einmal bitte in Position bringen. Wie es aussieht, kann ich jetzt mittlerweile auch meine Sniper nachziehen. Die brauche ich dann natürlich auch. Target confirmed. On our way. Oh, ich hoffe, ich mache da keinen Fehler. Solid copy, Commander. Okay, ihr wartet da bitte, bis der Rest hier wirklich nachgerückt ist. Running. So. Stepping off. Einmal hinter die Energiezelle, wenn ich bitten darf. Ihr wartet noch. Time to motor. Wir wollen ja schließlich keine bösen Überraschungen erleben. Ja, guck mal, da bewegt sich ja was. Das kriegst du zurück, Freundchen. Dafür sorge ich schon, keine Angst. 100%, stellst du dich da einfach so selten doof hin? Tschüss. Kill confirmed. Okidoki. On the move. Hallöchen, mein Freund. Okay, von wo kann ich den flankieren, den Boy? Musste mich hier hinstellen. Das zählt aber nicht. I'm rolling. Naja, 60% kann man mal probieren. Naja, reicht fast. Falls der hier hochrennt, ne? Müssen wir hier auch absichern. Das ist klar. Du sicherst mir bitte mal hier ab. Ich frag mich, wie viel Widerstand wir hier noch erwarten dürfen. Oh Mann, ein Schritt zu kurz. Na komm, schieß mal weg. Du kannst auch daneben schießen. Mach dir da ruhig keinen Stress, mein Freund.
Wir haben ja schließlich noch eine Granate. Unnötig, aber hey. Wenn ihr alle daneben schießen wollt, dann machen wir es halt eben so. Gut. Genau, geh mal hier in die Mitte. Und dann mal Position einnehmen. So, die große Frage ist, wen setze ich jetzt zum Pullen ein? Gehe ich hier links rum oder rechts rum? So, meine beiden Sniper gehen hier direkt auf die Empore hin, damit die freies Schussfeld haben. Das steht schon mal fest. Da wird auch nichts mehr diskutiert. So, du natürlich noch. Kommt raus, wo immer ihr steckt. Nee, nee, immer diese Einbildung, ne? Okay, soweit so gut. Gehen wir mal hier rüber. Einmal hier hingucken. Und wir sehen nichts. Okay. Halb so wild. Was ich aber wild finde, ist... Nee, stelle ich mal hier hin. Okay, nächste Runde. Schön gemütlich. Ist das Vieh hier oben bei uns oder weiter unten? Und haben wir es schon aufgedeckt oder ist es ein anderes? Okay. Das sollten wir aber hinbekommen, hoffe ich. Oh, hallo. Oh, übertreibt doch gleich, Leute. Übertreibt doch gleich. Yeah. Haben wir hier irgendwie Sichtkontakt? 69%. 69. 69. Sehen wir sonst noch ein bisschen was? Naja, du natürlich nicht. 70. 70. 70. Rocket Launcher wäre jetzt nicht schlecht. Okay, den dürften wir erledigt haben. Der dürfte erledigt sein. Du musst aber treffen, Leute. Sehr schön, einer weniger. Du ziehst dich mir mal hierhin zurück. So, und du... Okay, das ist mies. Da bin ich doch ein bisschen zu weit gegangen. Hier flankieren die dich sofort. Oh. Oh. Duck dich mal. Das wird jetzt richtig böse. Oder die hüpfen alle runter, das könnte auch sein. Mm-mm, die kommen zu mir. Hallo. Du traust dich ja was, Freundchen. Wow. Wie die sich da alle neu positioniert haben, das ist ja nett.
Können wir jetzt den nächsten von denen bitte snipen? Im Idealfall einen im Overwatch. Na komm, schieß mal auf den da. Okay, die große Frage ist, überlebt mein Scout hier 3 Overwatches? Oh, come on. Ich muss da weg. Wow. Einmal hat er mich getroffen. Ist ja gemein. Und die sehen mich noch. Lass doch den Unsinn, Leute. Oh oh. Oh oh. Kommt, macht den platt, Leute. Macht den einfach platt. Gut. Der hat kassiert. Oh oh. Natürlich. Oh, die Boys treffen einfach locker easy alles. Genau. Erstmal hochregenerieren, Freundchen. Einmal Feuer frei, wenn ich bitten darf. Gut. Und deine Hitpoints sahen auch schon mal besser aus. Da ist der nächste weg. Warum sehe ich den anderen nicht? Also den da. Ich schieße aber trotzdem auf den anderen. Vielleicht macht es ihm irgendwie Spaß, getroffen zu werden. Sehr gut. So, wenn wir es jetzt irgendwie lebendig rausschaffen, dann an Overwatch, nein. Den könntest du sogar killen, mein Freund. Aber dann haben wir halt immer noch das Problem mit dem hier. So dumm es auch klingen mag, ich glaube, es ist besser, wenn wir uns hier weiter zurückziehen. Ja, hallöchen, Herr Sektor-Commander. Kommen Sie öfters hier vorbei? Gut, was macht er als nächstes? Kassieren, gut. Oh, oh. Nein, 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 nein. Oh, come on. Come on. Das war so gemein von dir. Oh, oh. Ist jetzt doof, ja, mit freier Auswahl. Komm, hau mir da mal eine Granate hin. Nee, so weit kommst du gar nicht. Dann halt auf den Commander da unten. Der freut sich doch bestimmt auch über eine Granate, oder? Bestimmt. Wer kann ihm zu einer Granate schon Nein sagen? Keiner. Lausige 60%. Kann ich da irgendwie mit Rodo-Zielen dienen? 83%. Tschüss. Oh, der ist komplett abgestürzt. 64%. Nice. Den könntest du ja platt machen, aber ich glaube, Branimir möchte sich erstmal rächen. Nee, immerhin ist da jetzt Holo-Ziel drauf. Komm, 70% reicht doch, genau.
Ohne meine ganzen Sniper wäre ich hier wirklich aufgeschmissen. So, und jetzt der letzte, denke ich mal. Okay, du kannst hier keinen Overwatch machen, weil du keine Munition hast. Geh mir aber in Deckung. Hallo. Oh oh. Und? Das war's dann wohl. Die haben lange, aber gut gekämpft. Na komm, ich lasse jetzt jeden mal schießen. Seht ihr, jeder trifft auch mal. Willst du einen Abschuss machen? Sherry? Na komm, mach putt. Gut gemacht. Und es ist nicht vorbei. Es ist nicht vorbei. Oh, da ist ja immer noch einer. Hallo. Und nochmal dasselbe von vorne. Einmal Rodo ziehen. Direkt 8 Schaden. Einmal 54%. 6 Schaden. Ich glaube, diesmal will jemand anders mal den Kill haben, oder? Wer will den Kill? Unser Rocketeer vielleicht. Da muss er schließlich seinen gefallenen Kollegen rächen. Sehr gut. Wow. Das war schön. Bis natürlich auf den Verlust. Auf den hätte ich gerne verzichtet. Und das ist noch 1 Stunde 12 Minuten dauert. Nee. Dafür dauert der Rückflug nicht mehr so lang. Und wir haben eine ganze Menge zu verkaufen. Aber wirklich, dieser eine Tod, der war wieder so unnötig, wurmt mich. Und naja, was willst du da machen, ne? So viele Gegner, die plötzlich mit Granaten um sich schmeißen. Da steckst du halt nicht dahinter. Justin, wir werden dich vermissen. 80 Kills in 30 Missionen. Da können sich viele deiner Kollegen eine Scheibe von abschneiden. Naja gut, was bekommen wir denn so? Eine Ethera-Autopsie, ein weiterer Hyperwave-Beacon, 10 Sektoiden, 2 Sektor Commander, 7 Heavy Floater, 6 Mutants, eine Cyberdisk, eine Ethera, 2 Sektopoden, 7... und aber die 200 Alloys, die sind auf jeden Fall eine Bombe. Alien Entertainment, sehr gut. Das ist sehr viel Geld wert. Alien Food und Alien Stasis bei Tanks können wir auch alle verkaufen. Genauso wie die Surgery. Okay, wir bekommen hier auf jeden Fall eine ganze Menge Kohle rein. Und das schauen wir uns jetzt auf jeden Fall... Oh, die Downrüstung ist kaputt. Aber wir können uns dafür eine ganze Menge neuer Sachen leisten. Das ist doch cool. Gut, jetzt bin ich mal wirklich gespannt, was wir von dieser Mission hier so rausbekommen haben, finanziell. Wenn ich den ganzen Müll mal verkauft habe. Wo ist denn das ganze Zeug? Entertainment, schon mal 250, gut. Mit dem Alien Food und den Alien Stasis Tanks kommen wir erst einmal auf 665. Die Alien Surgery brauchen wir auch nicht mehr. 935. 950. Da hat doch noch mehr kaputtes Zeug dabei, oder? Bilde ich es mir nur ein. Höchstwahrscheinlich war da noch mehr Zeug, was wir verkaufen können, aber 950 Kröten. Damit kann man schon arbeiten, oder? So. Was wir natürlich jetzt noch in dieser Folge machen werden, ist, ich bestelle mir eine weitere Titanrüstung. Dann bestelle ich mir den Autoblaster, habe ich natürlich schon bestellt, sehr gut. Nochmal 2 Gewehre.
So, und dann warten wir mal auf die anderen Waffensysteme ab. Auf die Advanced Pulse Lasers. Aber ich würde mal sagen, meine Freunde, diese Folge ist eh schon viel zu lang. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.